die unterbindliche Vorstellung. Das ist also hier, ich fange nochmal an, weil du das jetzt aufzeichnest, vielleicht wärst, dann musst du kurz was sagen, es rauscht ein bisschen. 1, 2, Test. Passt, gut. Es sieht also so aus, dass immer wieder die Fragen, wenn hier Selbstgespräche auftauchen, dieses Ausdenken eines Oders, ich kann immer wieder nur wiederholen, das Einzige, worum es geht, mach dir bewusst, was jetzt ist. Du musst jeden Moment wissen, es kommt aus dir, die Gnede, die sich umformt und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Und da ist dieses Selbstgespräch hier, wo der Rudi, du hörst jetzt Worte und die Worte werden sofort in dir aufgrund einer persönlichen Interpretation zu Vorstellungen. Okay? Das heißt, du siehst es und du schaust jetzt einfach in dir rein und du machst dir bewusst, inwieweit du glaubst, dass du irgendwann in der Vergangenheit das irgendwo in Weißenburg aufgenommen wurde. Damit erschaffst du schon eine Vergangenheit, die von dir erschaffen wird. Wie sieht es aus, wenn du weißt, was du jetzt träumst? Dann kommt es aus dir. Alles, was jetzt in dir auftaucht, kommt jetzt aus dir, aus dem großen Gefäß, das wir Gott nennen oder Internet nennen. Wo alles, was noch auftauchen wird, jetzt schon da ist und alles, was jemals angeblich einmal aufgetaucht ist, auch jetzt da ist. Was auftaucht, kann immer bloß hier und jetzt auftauchen. Aber diese zwanghafte Interpretation verstreut dein Denken gedanklich unbewusst um dich herum. Ich sage die Fähigkeit, dass du deine momentane Information, die du dir bewusst machen kannst, vorausgesetzt, du bist Bewusstsein. Dass das, was du jetzt erlebst, immer nur hier und jetzt sich in deinem roten Kopf abspielt, weil der blaue Kopf deines Körpers, den du dir jetzt ausdenkst, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, existiert ja auch bloß, wenn du ihn jetzt denkst. Das ist dieses Kopfkino, wie wir das nennen. Diese schönen Filmchen, alles nur in deinem Kopf. Man hört es, aber man nimmt es nicht für voll, weil der zweite übermächtig ist. Dann kommt dieses raumzeitliche Geschwätz. Ich sage immer wieder, wenn ich jetzt was erkläre, muss ich raumzeitliche Metaphern machen. Und dann wirst du den Eindruck haben, dass ich wo dafür bin oder dass ich wo dagegen bin. Dann wird dir dieser Wahnsinn, wo du mit einer Hartnäckigkeit dir eingestehen musst, dass du immer noch glaubst, dass sich das da außen abspielt. Dass hier zum Beispiel die Schizophrenie der Reichen dargestellt werden oder dann die Gutmenschen dumm mit dem Umweltschutz einer Welt. Was ist Welt? Welt ist ein Brandopfer. Von Augenblick zum Augenblick musst du den Polarrand opfern, dass eine nächste Gedankenwelle auftauchen kann. Das ist Welt, WLD, hebraisiert. Ein ständiger Wechsel von Informationen. Für diese Informationen gibt es kein zeitliches Vorher und kein Nachher. Sie existieren in dem Moment, wo sie auftauchen wie eine Welle und sie fallen wieder in sich zusammen und werden zu einer neuen Welle. Das ist eigentlich dieses Rolle. Darum spielt man eine Rolle. Darum ist der Raum, den du um dich herum ausdenkst, ist ein Volumen, ein Herausrollen und Hineinrollen. Das ist das Existieren. Alles existiert. Existierende ist ein Heraustreten aus dir selbst, ein Vorstellen. Das Ganze nennt man auch Emotion. Das kommt von Ex-Movere. War heute Morgen irgendwo im Chat ein kurzer Artikel mit drin aus einer Offenbarung. Das heißt, dieses Herausbewegen, wie das eigentlich Emotionen ist, ein Herausbewegen eines Gefühls aus dir selber, das du selber erschaffst. Und nur der träumende Geist kann das erfüllen, was ihn anfühlt an Informationen. Existierende Informationen unterliegen einem ständigen Wechsel. Das ist ein ganz einfaches Spiel, was hundertprozentig sicher ist. Es zieht dir halt wirklich dein Wissen unterm Boden weg, deine bisherige Vorstellung von richtig und verkehrt. Und die Hartnäckigkeit, selbst wenn man jetzt über viele Jahre Holofeeling macht, dass ich dann immer wieder solche Sachen, ich müsste das fast mal kurz einblenden, pass auf, dass man da die Gedankengänge, ich schaue mal ganz, ganz kurz. Schau mal da, die hatte ich heute Morgen, was mir die Marion geschrieben hat. Das war der Kleine, da können wir jetzt gleich machen, pass auf. Das ist, ich schüttel dann bloß den Kopf, das Erste, was jetzt sein muss, wenn ich jetzt den Eindruck habe, Marion, wir schauen nochmal schnell, was es sieht. Lieber ich, Ubi, weil das hat nie eine Marion geschrieben für dich. Das taucht jetzt in dir auf und das Wort Marion löst jetzt schon wieder auf. Da außen ist einer, der hat es sich gedacht und reingeschrieben, weil ein Udo eine Frage hat. Das, was du jetzt hörst, sind deine die Lautsprecherstimme vom Udo, aber das sind dann deine eigenen Gedanken. Je nachdem, du kannst nur schauen, wie du auf so einen Eindruck reagierst. Das suchst du dir ja nicht raus. Da tauchen Worte in dir auf und du machst Vorstellungen und die schauen wir uns jetzt mal an. Lieber ich, UB, bei weiterem
weiteren aufmerksamen Hören des Gespräches Stammtisch ist mir aufgefallen, dass es voll ist mit bewussten, logischen Äußerungen. Ich weiß nicht, warum mir das heute so krass vorkommt. Du sagst so viele Sätze, die mit gelebtem Holofeeling einfach nicht mehr übereinstimmen. Beispiel: Ich gehe zum Einkauf und da begegnet mir eine dicke Frau. Diese Frau entsteht jetzt ganz genau so, weil ich sie jetzt träume. Das heißt, sie ist dick. Weil ich sie dick träume und nicht, weil diese Frau in der Vergangenheit zu viel gegessen hat. Szenenwechsel. Ich kann mir auch einen Udo auf meiner VR-Brille erschaffen. Der entsteht dann ebenfalls in dem Moment, wo ich an ihn denke. Er entsteht in diesem Moment aus meinem Geist. Auch dieser Udo, der jetzt auf meiner VR-Brille erscheint, kann, wenn er jetzt aus mir erschaffen wird, nicht in einer Vergangenheit zu viel gegessen haben. Dieser Gedanke Udo ist dann einfach so, wie er mir erscheint, schlank, vollschlank, Punkt. Was übrigens zurzeit relativ der Fall ist, weil ich weiß nicht, ich stelle mich nicht auf die Waage, jetzt rede ich wieder normal. Ich habe extrem abgenommen. Also ich weiß es nicht, vielleicht 15, 20 Kilo, ich habe keine Ahnung, weil ich mich nicht wiege, aber an den Hosen sehe ich es. Was jetzt hier schon das Erste ist, ich kenne das Marion-Programm. Und ich weiß, dass die Marion, diese Marion jetzt, nicht die Udo-Marion, sind ja zwei verschiedene Marions. Meine ist ein Hungerhaken, die Udo-Marion, die Neugebauer-Marion, in Robby seine Marion, weiß ich, dass die eine Fähigkeit hat in sich drinnen, was ihr bewusst werden muss, dass sie extrem die Fähigkeit hat, an sich, das heißt an ihren Körper, der sie noch zu sein glaubt, herum zu nörgeln. Und da spricht natürlich sofort dieser Satz extrem an. Das ist ja so ein Wunderpunkt, ein Finger, den ich in die Wunde lege. Zu meiner Karin sage ich immer, Karin, du wirst schon sehen, wo du noch hinkommst, wenn du laufend an meiner Marion, die ich so, Entschuldigung, an meiner Karin, dich genauso erschaffen habe, wie sie ist, weil ich sie so wollte. Und du nörgelst laufend an dieser Schöpfung Karin rum, an dir selbst. Ist da bei dir nicht noch irgendein einseitiges Ideal, das du anstrebst? Das ist immer so eine Sache. Da könnte ich jetzt sagen, wieso ist jetzt der Udo so schlank geworden? Gut, weil ich diszipliniert gegessen habe, aber mit Sicherheit nicht welcher Schönheitsgefühl oder Eitelkeit, sondern rein welcher Alter, weil mir die Knochen wehtun und wenn du 15 Kilo weniger drauf hast, läufst dich halt leichter. Ist natürlich auch ein logisches Konstrukt. Du kommst aus der Logik nicht raus, du kannst bloß schauen, was dir logisch erscheint. Okay? Auch für den Geist, der mit dem Udo-Programm arbeitet, erscheint diese Figur immer jetzt vollkommen, neu im Jetzt und immer, wird immer so sein, wie er eben gedacht, ich sag lieber geträumt wird. Aber all das hat doch nichts mit einem zu vielen Essen zu tun. Doch, das ist nämlich hier die große Sache, du musst zu einem geistigen Allesfresser werden. Das heißt, wenn du alles bist, bist du nichts und die Zwischenstufen, du schwankst hin und her. Was mir wichtig ist, dass du begreifst, du hast ein Kollektivprogramm. Das sind immer zwei Sachen. In unserem Schwammbeispiel habe ich so oft erklärt, da gibt es den Schwamm und es gibt den Schwamminhalt. Der Schwamminhalt sind rein intellektuelle Sachen. Der Schwamm selber ist eine tiefer liegende Ebene. Aber lass uns, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. All diese Kausalitätsketten, wie du sie in dem Stammtischgespräch erklärst, sind doch vom Tisch, wenn man sich nur an Fakten hält und aufhört zu interpretieren und zu konstruieren. Das macht sie aber jetzt laufen. Geist steht doch über den Schwamminhalt von ich habe die Arthrose und Gicht von meinem Vater, weil ich das gesagt habe, geerbt. Ich habe auch das Aussehen von meinem Vater und meiner Mutter geerbt. Dass ich immer wieder sage, wenn wir das Schwammbeispiel nehmen, dass ich bewusst ein raumzeitliches Beispiel für raumzeitliche Denker. Ich sage, du bist eigentlich ein Computer und das Programm kriegst du auf einmal. Das Buch, das du liest, ist alles schon da. Beim Schwamm füllt er sich im Laufe des Lebens. Wenn ich jetzt als Baby in Indien aufwache, habe ich einen anderen Glauben, ich spreche eine andere Sprache, aber der Schwamm ist derselbe Schwamm, wie wenn ich in Persien aufwachse oder sonst wo aufwachse. Das heißt, wenn ich als 40-Jährige in den Spiegel schaue, egal wo ich aufgewachsen bin, egal welchen Schwamminhalt ich habe, es wird im Spiegel genau der erscheinen, der auch jetzt erscheint. Das ist der Schwamm. Das heißt zu sagen, ich habe das Aussehen von meinen Eltern, solange im Hintergrund hier dieses Trocknasenaffen-Vererbungssystem arbeitet, das ist das Kollektivprogramm. Bleibt es gleich, es ändert sich nur der Schwamminhalt. Es kommt mir vor wie ein Lehrgespräch, wo es nur darum geht, die Fehler zu erkennen. Das ist richtig, aber die Fehler ist jedes Wort, das du denkst, jedes Bild, das du dir vorstellst, fehlt in dir, das ist ein Fehler. Kann ich diese Sätze ebenfalls als logisches Geschwätz abhaken? Es ist alles logisch, logisches Geschwätz.
solange du auf Geräusche achtest. Die Frage ist, was machst du aus den Geräuschen für Vorstellungen und wie interpretierst du die? Oder hat eben beides seine Berechtigung, gehört zusammen wie Wellenberg und Wellendahl? Das klingt schon wesentlich besser. Auf jeden Fall hängt hier eine Trinität, da fällt eigentlich die Nulllinie, aus der Nulllinie entspringt ein Wort und du machst aus dem Wort ein Bild, eine Vorstellung. Das heißt, Worte und Vorstellungen hängen zusammen, aber da hängt auf der tiefen Ebene das Interpretations- und Wertesystem, das aus den Worten irgendwelche Vorstellungen macht. Ein anderer Mensch macht aus denselben Worten ganz andere Vorstellungen. Sorry, aber das hält mich einfach gerade wach und ich kann nicht anders als mir durch das Schreiben Klarheit verschaffen. So, und jetzt pass auf. Jetzt machen wir da den Heiko wieder. Das alte Gegrübel, wo du hast, ist eigentlich komplett vom Tisch, wenn du einfach nur dich konzentrierst darauf, dass ich mir bewusst mache, was ist jetzt da. Und ich sage, verlage deinen Fokus auf deine Interpretationen. Und du musst dann Zustand kriegen, dieses JCH unterscheidet sich von dem ICH, dass er nur schaut und in keinster Weise, in irgendeiner Form, das, was er jetzt bewusst erfährt, zusätzlich verändert durch irgendeine Wertung. Der ICH, der Geistesfunk, steht in Verbindung mit einem blauen Ich. Und er schaut zwar, was das blaue Ich an Informationen aufwirft, und er schaut sich auch die Wertungen an von dem blauen Ich. Aber er kann es nicht lassen, aufgrund seines Programms auch seine eigenen Wertungen zu werden. Weil unter ihm eben das blaue Ich, das Konstrukt Werte- und Interpretationsprogramm wirkt, das ihn mehr oder weniger antreibt. Der JCH hat unter sich den ICH rot, der hat schon bewusst nur Bewusstsein unter sich. Darum kann er rein dieses Spiel der unteren Ketten anschauen, weil er eins sich raushebt aus diesem Wertesystem. Und wenn du dich jetzt hinsetzt, da habe ich gerade angefangen, bevor du die Aufnahme eingeschaltet hast, und du beobachtest dich nur mal, wenn du über was nachgrübelst. Es ist schon interessant, du musst dir jetzt erst einmal ausdenken, der über was nachgrübelt. Die erste Frage, die ich dir jetzt stelle, ist, sitzt eigentlich der Körper, der jetzt vom Computer sitzt, der sich dieses Selbstgespräch anhört, existiert der, hat der jetzt existiert, wenn du aufmerksam zugehört hast? Das hängt davon ab, wer du gerade bist. Okay? Und du hörst jetzt einfach dir bewusst machen, was ist jetzt real. Sinnlich wahrgenommen habe ich jetzt den Computer vor mir und meinen Körper, wenn ich an meinen Körper denke. Dann habe ich die Stimme und das ist jetzt natürlich schon, dass hier das nicht der Udo ist, den ich vor mir habe oder der Heiko und es spricht auch nicht der Udo zu mir, sondern ein Lautsprecher. Das ist übrigens in einem gewissen Maße ein Stimmenimitator, weil der kann auch wieder Heiko klingen. Heiko, sag einmal schnell was. Ein Test. Das ist jetzt ein Test. Wer hat jetzt das gesagt? Hat es der Heiko gesagt, den du siehst? Hat es der Udo gesagt, den du siehst oder ein und derselbe Lautsprecher, den du übrigens nicht siehst, den du dir jetzt bewusst ausdenkst, in irgendeine Kiste reindenkst? Du merkst jetzt, wir schauen uns nur das Wissen genauer an. Also gut, du Geist grübelst über was nach, das macht sich folgendermaßen bemerkbar, dass in dir eine Stimme auftaucht. Das ist deine eigene Gedankenstimme, das steht schon in Ich bin nur in die ersten Bände drin. Das heißt, es spricht jemand in dir, du bist der, der das hört. Ja. Aber sobald du das denkst, ist der Zuhörer auch was Ausgedachtes. Du hast einen Sprecher in dir, wo du sagst, das bin ich spreche, aber ich bin doch auch der, der zuhört. Das ist These und Antithese. Ich sage, du bist keiner von beiden. Du bist der, der sich den Sprecher und den Zuhörer ausdenkt und meinst, das ist eine und dieselbe Person, obwohl eine Persona eine Maske widersprechen kann, noch was hören kann. Dürfte klar sein. Aber jetzt wird es interessant, dass du die Worte, die du sprichst, kannst du dir ja nicht raussuchen, weil du ein träumender Geist bist. So wie du dir gar nichts raussuchen kannst. Es passiert einfach. Jetzt immer wieder, ich will nur noch das, was Gott will. Ich lerne, jeder Moment ist perfekt. Und ich werde jetzt aus diesen Worten, die ich höre, werde ich Vorstellungen machen. Das heißt, der Zuhörer ist eigentlich kein reiner Zuhörer, wie ich ihn gerade beschrieben habe, der nicht mehr interpretiert. Da haben wir nochmal einen drüber. Der Zuhörer, den ich mir jetzt denke, macht aus den selbstgesprochenen Worten Vorstellungen und die sind programmabhängig. Das heißt, wenn ich jetzt ein Robert Neugebauer Programm habe und ich höre das Wort Marion, werde ich zuerst einmal an meine Marion denken und mit Sicherheit nicht an die Marion von Udo oder an irgendeine andere Marion. Je nach Programm taucht was anders auf. Heiko, wenn dir jetzt bewusst wird, wir gehen einmal
wo wir uns das erste Mal gesehen haben, das war im Fiegenstall, erster Fiegenstall-Vortrag, habe ich ganz am Anfang darauf hingewiesen, dieses klassische Beispiel. Wir denken uns einen Raum, da sind jetzt so und so viele Menschen und dann taucht nur ein Sprecher, ein ausgedachter Sprecher sagt nur, schließe mal deine Augen. Ich weiß, du hast es schon sehr oft gehört, wenn du dich mit Holofeeling beschäftigst. Ich behaupte, du hast es nicht verstanden. In dem Moment, wo du die Geräusche schließe mal deine Augen hörst, wirst du zwanghaft, du Geist, an den Körper denken, der du zu sein glaubst. Das ist dir gar nicht bewusst. Der Witz ist aber, wenn ich jetzt in einem Raum Weißenburg 200 Mann drin habe, lösen dieselben Geräusche, je nachdem, welches Interpretationsfilter da ist, welches Interpretationsprogramm, welches blaue Ich läuft, sofort für einen kleinen Moment den Gedanken an einen ganz speziellen Körper aus, wo die Augen zugemacht werden. Ja. Und wenn ich jetzt auch jetzt denke, du stehst bei dir da in der Küche und schaust den Kühlschrank an, dann tauchen in die Leute die Programme, je nach Programm tauchen 200 verschiedene Kühlschränke auf. Und ich bin eins dieser KIs, ich bin eins dieser Programme, wenn ich an meinen Kühlschrank denke. Und jetzt bin ich noch genau, dass ich es auch außer es sind Ehepaare da, die werden an denselben Kühlschrank denken. Zwar nicht an denselben Körper, aber schließe mal deine Augen, die werden aber denselben Kühlschrank konstruieren. Und jetzt merkst du, wie das ineinander, das ist so unendlich tief, diese kleine Erkenntnis ist so unendlich tief. Dass jeder meint, der wo irgendwas hört, wenn du jetzt immer halt, du hast ein Kollektivprogramm. Machen wir mal das Kollektivprogramm. Das ist, wenn ich zum Beispiel sage, wenn du jetzt Kopfschmerzen hast, garantiere ich dir, wenn du Aspirin reinschmeißt, wenn das normal leichte Kopfschmerzen sind und du schmeißt dir Aspirin rein, ist das Aspirin weg. Das habe ich oft angesprochen. Das ist nicht, dass dieser Wirkstoff hilft. Da hast du ein Erklärungsmodell dazu. Sondern Aspirin ist so tief verankert in den kollektiven Wissen hier, das momentan in dir da ist, dieses Kollektivwissen. Dieses Kollektivwissen macht es, dass das hilft, nicht das der klassische Erklärungsvorgang. So wenig wie jetzt hier, wenn ich ein Weinglas in die Hand nehme und ich hau da mit einem Löffel drauf und du hörst eine Schallwelle, was jeder normale Mensch, den ich mir jetzt ausdenke, glaubt, dass dann hier dadurch das Ding zum Schwingen anfängt und Schallwellen entstehen. Warum? Weil mein Ich als erster Denker in meinem Traum, mein kollektiver Glaube für all die Personen gilt, die ich mir ausdenke, weil ich ja glaube, dass die das genauso sehen wie ich. Das weiß doch jedes Kind. Das ist der Satz, der das umschreibt. Und man ist completely schockt, wenn ein Indianer auftaucht, der das nicht weiß. Weil das für dich unvorstellbar ist, dass das einer nicht weiß. Aber jetzt merkst du, wie hartnäckig dieses Programm sich selber zumauert. Da kommt jetzt die Mythologie, diese kleine Geschichte jetzt nochmal zu sagen, in dem Dorf, wo einer träumt nachts, morgen stehen die Leute auf, gehen zum Brunnen und trinken vom Wasser. Und er träumt, morgen ist das Wasser vergiftet und jeder, der von dem Wasser trinkt, wird verrückt. Und jetzt verschläft er. Das heißt, die sind alle vor ihm aufgestanden, die anderen, und haben von dem Wasser getrunken. Und er merkt, die sind total verrückt geworden. Und jetzt versucht er ihnen das zu erklären, dass die von dem vergifteten Wasser. Und er ist der einzige Verrückte, weil die alle gleich verrückt sind. Und er beginnt in dem Moment, wird das Leben für ihn zu einer Hölle, weil er weiß, dass er der einzige Normale ist. So, und jetzt denk, wenn du Holofeeling machst und du hast jetzt eine Familie oder was und du versuchst, die zu überzeugen, dass die alle verrückt sind. Dann wirst du zum Aussätzigen. Merkst du das Prinzip? Das sind diese alten Geschichten. Ja. Übrigens, in dieser Märchengeschichte ist am Ende ist er so verzweifelt und wird so gemobbt von allen anderen gemieden, dass er dann sagt, lieber trinke ich auch von dem Wasser und bin genauso verrückt wie die anderen, dass ich wieder normal bin. Aus derer Sicht. Das beschreibt genau den Zustand, in dem du zurzeit lebst. Das muss aber nicht unbedingt sein. Das ist nur, wenn du meinst, du müsstest Gedanken von dir irgendwie retten. Und ich sage immer wieder, pass auf, egal was du siehst, das ist eine Information von dir. Das muss sogar dein jetziger verrückter Intellekt, dein geistloser Intellekt akzeptieren. Dass alles, was du wahrnimmst, egal was, muss in deinem Gehirn drin sein. Ich rede jetzt wieder normal, muss in deinem Gehirn drin sein. Das akzeptiert sogar jeder Materialist. Sonst kannst du es nicht wahrnehmen. Und wenn ich jetzt sage, wer sieht es, was da in dem Gehirn angeblich drin ist? Was ist da eigentlich drin? Was lehrt uns die Schulmedizin? Weder Farben noch Geräusche, sondern bloß elektrochemische Signale, wo man dann abzapfen kann mit dem Computer. Das sind alles schon wieder logische Konstrukte wie das heliozentrische Weltbild. Die Freiheit, die du kriegst, ist das erste Mal, dass ich dir sage, das, was ich dir vermittle,
Es ist nicht nur nötig, nicht nötig, dass du irgendjemanden, den du dir ausdenkst, überzeugst, weil egal wen du dir denkst, sobald du den zum Sehen bekommst, sobald er in dir zu existieren anfängt als Information, ist es eine vergängliche Erscheinung, die schon mit dem nächsten Gedanken sich wieder auflöst. Da wirst du jetzt merken, wie der zweite, wie geistlos verrückt du eigentlich bist, weil du felsenfest davon überzeugt bist, dass die trotzdem da außen sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier das ausweiten, wo wir hier und jetzt gedacht hatten, hier mit Organspende. Das Problem ist nicht das Ausweiden oder Kadaver. Es ist diese Geistlosigkeit zu versuchen, eine vergängliche Erscheinung, dieses chronologische Denken, möglichst lange am Leben zu halten. Du veränderst dein Sterben. Du verlängerst nur das Sterben, nicht das Leben. Und zwar chronologisch. Jetzt, wenn ich SDR sage, ich schon einmal hier die abtrünnigen SD, sind erweckte polare Existenzen. Ich kann auch nur das SDR machen. Rot gelieben heißt es ja das Geheimnis. SDR Ben. Das mache ich auch rot, das ist der Sohn. BN, rot, ist ja im Sein. Das heißt, der B, N ist Sein, B ist im. Das heißt, im Sein, das Geheimnis im reinen Sein. Das ist das rote, ich bin in der Esoterik. Und ich sagte, es wird kein Gedanke in dir auftauchen, der wirklich weiß, was das bedeutet. Selbst wenn jetzt in dir einer auftaucht, der hier das Richtige äußert, rein sprachlich, in deiner Wertinterpretation der Worte, die der äußert, hat die Figur in deinem Traum das trotzdem nicht verstanden. Das ist jetzt bloß eine Spiegelung von dir selber. Weil Figuren, ich kann das nicht oft genug sagen, alles, was existiert, die ganzen Emotionen, haben wir heute Morgen gehabt im Chat, ex motion, das E lateinisch in der Vorsilbe ist immer ex. Eine Emotion, Motion ist eine Bewegung und eine Emotion ist eine herausgestellte Bewegung. Ex-Motion. Und das ist dieses ständige um dich herumkreisen, K-Rei-S. Ich sage immer K-Rei, wie ein Spiegelrei sehen. Kreisen. Kreisen. Dieses K-Rei ist aber unser Ruderrei, Kopf des Schöpfergottes. Das ist das, wo ich sage, was sich das Ganze abspielt. Da bist du immer das Zentrum. Und du musst es verstehen. Du, der jetzt den Udo sprechen hört. Es kann der Udo nicht verstanden haben und der Heiko wird es nicht verstehen, weil das Gedanken von dir sind. Und der, den du jetzt denkst, der vom Computer sitzt, mit dem du ein Leben lang dich verwechselt hast, der kann das auch nicht verstehen, weil eine vergängliche Erscheinung, etwas Existierendes, wird nie begreifen, was Ewigkeit bedeutet. Aber was ist ewig? Ewig ist zum Beispiel der, der das Leben jetzt erlebt, das du zurzeit erlebst. Der, der es erlebt, das nenne ich immer der Leser. Du hast dich nicht verändert. Was sich verändert hat, sind deine Gedanken, wenn du zum Beispiel an dich denkst. Du sagst dann, das bin ich, meinetwegen, ich bin jetzt der Heiko. Dann denk einmal an dich, wie du aus der Schule rausgekommen bist. Du denkst jetzt an den jetzigen Heiko und du denkst dann an den jüngeren Heiko. Der sich das ausdenkt, ist immer noch dasselbe. Du hättest auch damals an den jetzigen Heiko denken können, dann hast du an einen älteren Heiko, der du vielleicht einmal wirst, eine vage Vermutung, wo deine Logik dir schreibt, ich weiß zwar nicht, wie ich dann bin, ja. Älter halt, älter. Das ist, was halt dein Konstruktprogramm hergibt. Aber was verändert es an dir selbst? Was verändert letztendlich die ständig wechselnde Information an dem, der träumt, der das erlebt, gar nichts. Weil das kreist um diesen Mittelpunkt, die 200 Gramm rote Gnede, wie ich sage, egal wie man die ständig umformt. Diese Energie in der Physik, du weißt, tausende Male habe ich das erwähnt. Es ist alles richtig, du wirst von mir nie hören, dass einer nicht recht hat. Die Frage ist bloß, wird dir bewusst, wie viel Einseitigkeit da noch drin ist? Schau, wenn ich mir jetzt eine Marion ausdenke, in der diese Fragen aufgrund ihres Programms auftauchen, mache ich jetzt ganz bewusst, in der Ebene ist sie noch nicht ich. Die tauchen ja in mir auch auf, in mir. Alles taucht in mir auf. Und ich kann jetzt ganz gezielt meine Wertesysteme sehen. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, denke mal an deine Küche und du stehst vorm Kühlschrank. Ist jetzt ganz interessant, wenn ich jetzt das Holger-Programm in mir laufen habe, kann ich jetzt das Bild aufbauen, dass ich beim Holger in der Küche stehe und vor dem Kühlschrank stehe. Wenn ich mein Inge-Programm anlaufen habe, dann habe ich genau die Küche von der Inge vor mir. Ich kann jetzt genau die Küche aufbauen,
von der Karin und ich kann viele Küchen aufbauen. Ich weiß, je nachdem, wer ich zu sein glaube, sage ich, das ist meine Küche. Kann die Küche vom Bruder aufbauen. Weil ich jetzt viele Programme weiß, dass diese Worte von je nach Programm das und das und das Bild machen. Merkst du, wir kommen immer mehr in diese Computermetapher. Aber es muss einmal ganz fest in dir verankert sein, es ist mein Leben, das ich erlebe, es ist mein Traum. Und ich habe nur winzige kleine Facette aufgrund meines noch sehr einseitigen Interpretationssystems. Von Wünschen, von Wollen, von Nichtwünschen bin ich schon in der Lage, einfach nur zu schauen, was ist, ohne mich einzumischen. Der, der schaut, mischt sich nicht ein. Die Figur, die Rolle, die du spielst, die hast du ganz einfach zu spielen, da wollen wir nichts verändern. Das ist es wieder auf der Bühne, wo ich sage, wenn du jetzt auf der Bühne bist, normales Bauernschauspiel, Bauerntheater, da musst du dich ärgern in deiner Rolle. Du wirst reagieren in deiner Rolle. Und wir haben am Anfang, wie die Aufnahme noch nicht gelaufen ist, habe ich gesagt, wir denken uns jetzt mal bewusst ältere Filme auf. Du hast gesagt, mit Heinz Erhardt, wo Heinz Erhardt vier Brüder spielt. Es gibt einen amerikanischen, weiß nicht, wie der heißt, mit Michael Keaton, der spielt sogar fünf Brüder. Und es ist noch zu einer Zeit, jetzt normal, jetzt machen wir Making-of Vergangenheit, dass er ja diese Rollen nacheinander spielen musste, weil wir immer dann jetzt logisch, chronologisch denken. Und das wird dann so zusammengeschnitten, dass die oft alle vier beziehungsweise fünf in einem Raum sind und sich unterhalten mit verschiedenen Massen. Und genau den Zustand hast du, spielst, wenn du im Fliegenstall bist, bist du der Geist, der eine Rolle auf dieser Theaterbühne spielt und nur deine Perspektiven und Welt der Interpretationen erlebst. Aber das, was ich dir gerade gesagt habe mit der Küche, dass der eine Geist auch, das sind die anderen sind Bücher, andere Rollen, andere Perspektiven, die werden vom selben Geist erlebt. Das ist J.C. Hopp. Ja. Das ist das Beispiel, wie ich gerade gesagt habe mit der Küche. Ich kann jetzt, wenn ich sage, ich denke an die Küche, muss ich mir jetzt erst fragen, was nenne ich meine Küche? Bin ich jetzt zum Beispiel in Heiko seine Küche, kann ich nicht materialisieren, weil ich die nicht kenne. Ich gehe mal davon aus, mit dem Heiko-Programm habe ich auch eine Küche, das ist für mich eine Blackbox. Mit dem Udo-Programm. Ja. Ich habe aber jetzt wieder Holger seine Küche, Inge Küche, Karin Küche, die kann er mir vorstellen. Bezi-Küche, jetzt nicht so detailliert, wie wenn ich der Bezi wäre. Ich muss ganz kurz, Heiko, ganz kurz ja. aufmachen, und gleich wieder. Jetzt ist die Frage, wo war ich jetzt? Jetzt schau mal dein Programm an. Ich kann dir jetzt erklären, ich habe schnell die Tür aufgemacht, weil es geklingelt hat, weil der Holger kommt. Das sind nur Worte. Es hängt extrem davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst, ob das Wort Holger überhaupt in dir eine Vorstellung auslöst. Ich denke mir jetzt zum Beispiel jemanden aus, der zwar ganz kurz einmal ein paar Selbstgespräche angehört hat, der kann mit dem Wort Holger überhaupt nichts anfangen. Dann haben viele, die mit dem Holger-Charakter schon ein bisschen zu tun hatten, ist immer wieder, ich weiß vom Holger mehr wie jetzt am Stammtisch einige anderen. Du kannst immer bloß das wissen, wie weit beschäftigst du dich mit deinem Charakter? Und ich sage jetzt, beschäftige dich jetzt erst einmal mit deinem eigenen Charakter. Was weißt du eigentlich von dir selber? Ist dir bewusst, dass die ganzen Gefühle, die du erlebst, nichts zu tun haben mit den Reizauslösern, wo du darauf reagierst? Ist Vodafone daran schuld, wenn ich mich aufrege, wenn das Internet immer ausfällt? Es wird so sein, wie ich das mit meiner Logik konstruiere für mich. Und ich sage aber, das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, wenn dir sowas widerfährt. Du hast erst einmal zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen und dir klarzumachen, sobald du eine neue Internetseite anwählst, dann kommen die aus dir, weil du träumst und nicht von irgendwo da außen. Oder was ich gerade gesagt habe, du wirst doch wohl nicht glauben, dass der Computer jetzt aus China, ich kann doch das nachvollziehen, der war in China, dann war er in Holland und dann ist er hier nach Frankfurt gegangen und jetzt ist er in Hamburg. Und heute Morgen um 7 Uhr so und so viel haben sie in das Zustellfahrzeug eingeladen. Das sind doch nur Worte. Merkst ja. du, was du jetzt um dich herum aufbaust? Diese Worte machen immer, wenn du die in dir auftauchen, das suchst du dir als Träume in der Geist nicht raus, baust du Vorstellungen auf und verstreust es um dich herum in Raum und Zeit und du meinst, du hast mit dem Zeug nichts zu tun.
Und jetzt fangen wir uns zum Ärgern an, weil der Computer hätte eigentlich nach Weißenburg sollt. Und ich habe schon gesehen, Frankfurt war noch in Ordnung, aber wie ich gesehen habe, hier ein paar Stunden Hamburg. Später Hamburg, das kann es nicht sein. Die haben die Adresse nicht umgeändert. Ja. Logische Konstrukte. Obwohl sie es doch gesagt haben, die haben das schon vor 14 Tagen gemacht. Und jetzt kann ich mich wieder ärgern oder nicht ärgern. Ich sage dir ganz ehrlich, jetzt mein UDO-Programm, das geht mir sowas am Arsch vorbei. Aber ich spiele mich dann immer ein bisschen hoch, weil ich immer wieder sage, ich mache mich ja letztendlich zu dem Dummy, dass ich die ganzen Gespräche, wo ich sage, mache ich absichtlich immer UDO-Beispiele, was ich jetzt zum Beispiel interpretieren könnte, bei der Marion, dann kann er ja das nicht, wenn er sagt, die dicke Frau oder der hat Abnummer, dann ist er mit Sachen nicht einverstanden. Das ist doch ihre Interpretation. Sie hat doch nur ein paar Worte vor sich. Was wäre jetzt, wenn sie kein Deutsch sprechen würde? Sie könnte nur Spanisch. Dann wird es da gar nicht drauf reagieren, weil sie es nicht lesen kann. Ja. Das habe ich so oft gesagt. Das heißt, wenn ich dir jetzt eine Tageszeitung gebe und die ist in irgendeiner Sprache geschrieben, die du nicht verstehst, bleibt es, dann siehst du komischerweise das, was jetzt ist, ein Fetzen Papier, wo Farbe drauf gespritzt ist. Diesen Fetzen Papier mit Farbe drauf, ich zitiere wieder, ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Kannst du das lesen? Erzeugst du in dir aufgrund dieser Worte ganz subjektiv, persönlich geprägte, einseitige, bildliche Vorstellungen, die du dir ausdenkst? Und du siehst nur deine persönlich erschaffenen bildlichen Vorstellungen, auch über Charaktere, wenn du Putin liest oder Trump liest oder was auch immer, was du lesen musst. Das jetzt überhaupt nicht da ist. Du siehst Sachen, die jetzt eigentlich, die sind natürlich schon existierend, eine geöffnete Schöpfung. Aber was jetzt wirklich der Reizauslöser ist, du siehst nicht mehr diesen Fetzen Papier mit Farbe drauf. Und du bist hundertprozentig sicher, dass all das, was du dir jetzt ausdenkst, aufgrund dieser Worte, ganz subjektiv geprägt durch dein Werte- und Interpretationssystem, dass du mit dem Zeug, das du jetzt denkst, nichts zu tun hast, dass das da außen ist, auch wenn du nicht dran denkst. Der normale Mensch weiß hundertprozentig sicher, das habe ich so oft gesagt, mit meinem Zettel, wo Politikernamen draufstehen, dass sich jeder aufgrund dieser Worte Charaktere ausdenkt. Ich nenne es einmal Charaktere. Ganz von ihm erschaffene Charaktere. Und sobald jetzt jemand auftaucht, der den Charakter anders definiert, sind es Lügner, weil ich weiß ja, wie die Merkel ist oder wie der Trump ist. Obwohl ich die doch noch nie gesehen habe, außer auf dem Papier oder auf dem Monitor. Das sind Wahnsinnige, das sind normale Menschen. Jetzt haben wir heute Morgen zum Beispiel das Thema schon gehabt in einem Selbstgespräch. Umweltschutz, diese Welt, die wir uns ausdenken, die Ressourcen. Wir sind endlich krank, auf der anderen Seite dünner See Wattestäbchen aus Plastik verbieten, welchen Umweltschutz, und auf der anderen Seite die ganze Industrie sagt, wir setzen auf Wachstum. Alle Kleingeräte, die mittlerweile gebaut sind, sind ganz bewusst, denke ich mir jetzt aus, erschaffe ich ganz bewusst. Die kannst du nicht mehr reparieren, da kannst du nicht mal mehr Schrauben aufmachen. Da ist eingebauter Verschleiß drin. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorien, das ist bekannt. Das ist einfach, es ist. Dass du immer wieder was Neues kaufst, aber die Wattestäbchen verbieten sie. Und dann vor allem die bösen Aldi- und Lidl-Plastiktüten. Weil, hast du die Bilder gesehen in der Bildzeitung, wo sie den Wall aufgeschnitten haben, wo sie Plastiktüten in den Wall drin sind? Nee. Ich gebe dir 100.000 Euro bar auf die Hand, wenn du mir einen Wall bringst, wo Aldi oder Lidl Plastiktüte drin ist. In meinem Konstruktprogramm bin ich felsenfest davon überzeugt, dass von den ganzen Plastiktüten, die in den Supermärkten, die wir uns jetzt ausdenken, natürlich nur, verkauft werden, dass da nahezu überhaupt keine einzige im Meer landet, die in Deutschland verkaufen. Das heißt, wenn du in Deutschland die Plastiktüten verbieten tust, die Plastiktüten in Deutschland, die landen in der Mülltonne und dann in der Verbrennungsanlage oder im gelben Sack. In meiner Logik ist es höchst unwahrscheinlich, es wird mit Sicherheit ein, zwei geben, wenn einen Urlaub fahren und eine Plastiktüte mitnehmen, aber das ist überhaupt kein Problem. Also die deutschen Plastiktüten zu verbieten, weil die Umwelt verschmutzen, weil die das Meer zumüllen, das sind mit Sicherheit nicht die Plastiktüten aus Deutschland. Jetzt geh mal den Gedanken an mit, was du eigentlich innerlich sagen willst, stimmt eigentlich, ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Wenn ich in Italien oder was bin, wenn die darum, das ist was ganz was anderes. Ich rede ganz gezielt von den deutschen Plastiktüten. Also das ist so minimal. Also das, so stellst du kein Problem ab. Das ist die Lügensachen, die sich hier aufhäufen. Das ist, was mir dann immer gefällt. Früher sage ich, wenn ich jetzt zurückblende, habe ich mich auch sehr über politisches Kabarett. Mittlerweile kann ich es fast nicht mehr ertragen.
Was ich an den politischen Kabarett nicht ertragen kann, dass jetzt hier erst einmal Vorstellungen, die man vom Hörensagen kennt, ob ich jetzt Volker Bispers nehme und sonst ganz genial, intellektuell super gut. Aber was es ist irre ist, dass der eigentlich bloß den Wahn darstellt, auch der nur den Wahn darstellt der Politik, was da verkehrt läuft, wie sich das mittlerweile alles verschiebt, wie abgestumpft die Menschen sind und was mich so aufregt, sind, dass der eigentlich, ich sage mal, die Fehler, die Schweinereien, was jetzt der Volker Bisper, so habe ich heute Morgen kurz reingezappt, bitte verzeih jetzt, wenn die Werte nicht ganz stimmen, da geht es also hier um dieses ganze Geld, wie die Finanzsystem sich eigentlich selber belügt, wie das abläuft. Könnte ich ein paar Sachen machen, wenn man sich interessiert. Das ist ja mittlerweile keine Verschwörungstheorie, das ist ja schlichtweg die Schuldscheine. Das System ist schon längst kaputt, aber da geht es um die Hamburger Landesbank, die vom Steuerzahler, jetzt die Zahlen sind ungefähre Größenordnungen, der Steuerzahler ist mit 18 Milliarden eingesprungen, um die systemrelevante Bank zu stützen. Okay, 18 Milliarden Steuergelder. Das heißt, das weiß ich noch sicher, den Wert, dass der Steuerzahler, mir gehören als Steuerzahler 25% dieser Bank. Das ist nämlich diese 18 Milliarden Stützung, ist eine Einlage, was du zwangsläufig jetzt Mitinhaber bist, mit fünf, der Steuerzahler gehört 25% dieser Bank, weil sie 18 Milliarden reingestoßen haben. Okay? Das Erste, was die gemacht haben von der Bank, die Bosse, die haben als allererstes irgendeinen Ableger der Dresdner Bank für 5 Milliarden angeschluckt. Mit den 18 Milliarden haben sie 5 Milliarden ausgegeben oder 3, irgendwo in der Größenordnung, um eine andere Bank zu schlucken. Dadurch sind die verschmolzen. Und diese zwei Banken haben dann wenige Wochen später an der Börse einen Gesamtwert gehabt von 3,8 Milliarden, von denen uns jetzt 25% gehören, die wir für 18 Milliarden gekauft haben. Der erklärt es und dann schwenkt die Kamera und die Leute sitzen drinnen und lachen und klatschen. Das ist das, was mich aufstößt. Auch bei der Heute-Show. Der absolute kollektive Wahnsinn der Politik, des ganzen Systems, wird humoristisch dargestellt und die Leute sitzen drin und lachen. Diese toten Zombies, die ich mir natürlich ausdenke, die jetzt nur Gedanken sind. Was soll mir das sagen? Du wirst merken, das Einzige, wenn jetzt deine Welt, deine Traumwelt ein Computer wäre, mit deinem Heiko-Wissen über Computer, fängst du gar nicht mal an, die zu reparieren, du machst die platt und spielst ein neues Betriebssystem auf. Das ist die Botschaft. Da gibt es nichts zu reparieren. Ja. Jetzt hast du erkannt, um was es geht. Den Reset-Knopf drücken und dann, wenn wir schon Neues aufspielen, gleich ein besseres. Wir daten das, das nennt man, wir daten das ab auf eine höhere Ebene. Das ist der Punkt, wenn du den Punkt erreicht hast, dann bist du bereit, wach zu werden. Das heißt, in dem Augenblick, wo du wach wirst, das ist das, wo man in der normalen Welt sagt, der Heiko ist gestorben. Mein Professor Rainer, den ich mir jetzt denke, ist wach geworden. Das war ich in der Form von Rainer. Das ist übrigens, der ist wach geworden. Angeblich hat man ihn im Haus gefunden, der war tot. Das sind jetzt die, die nicht wach geworden sind, die das wissen. Der war im Haus gelegen, weil er Diabetes gehabt hat. Die Krankheit war Diabetes. Auseinandergeschmissenes Haus. Und das haben wir jetzt vereinigt, dann wirst du wach. Dann ist alles eins. Selbst die Wellen, wenn auftauchen, sind immer null. Selbst wenn sie auftauchen, plus 5 minus 5 ist nichts. Kann etwas zerrissen sein, obwohl es zusammen ist? Kann etwas existieren, obwohl es eigentlich nichts ist? Schau dir die Gleichung an. 5 plus 5 minus 5 ist gleich 0. Jetzt denkst du dir, das ist gleich zeigen, ist eine Waagschale. Auf die eine Seite liegen wir plus 5 minus 5 und auf der anderen Seite liegt nicht 0. Ist total in der Waage. Ja. Und dieses Beispiel, bei jeder Gleichung ist das Entscheidende, das ist Gleichzeichen. Und wenn wir das als Waagschein sehen, machen wir das jetzt anders. Wir machen das ist Gleichzeichen zu der Nulllinie. Das, was oben ist, ist unten. Bloß gespiegelt. Und wenn ich jetzt wieder 20 Jahre zurückgehe, dass ich immer wieder sage, solange du eine Einseitigkeit anstrebst und dich als einzig richtig ansiehst. Wir wollen ja, dass bloß die Sonne scheint. Und das erreichen wir, wenn kein Regen mehr da ist. Hast du nicht begriffen, was Wetter ist? Wetter ist beides. Das ist das Wetter.
doppelt aufgespannte Zeit et inter in einer Reihe. Weil die immer gleichzeitig sind. Alle Spiegel sind gleichzeitig, auch wenn du die nacheinander anfokussierst. Du kannst jetzt auch in deiner Wohnung dich umschauen, du kannst hinter dir den Papierkorb anschauen, du kannst jetzt hier deine Geräte, deine Stereoanlage oder was das ist anschauen, du kannst den Monitor vor dir anschauen. Der Witz ist, du schaust es nacheinander an, obwohl du weißt, dass das alles gleichzeitig ist. Du kannst jetzt aus dem Wohnzimmer rausgehen, in die Küche, du kannst ins Badezimmer gehen, ins Schlafzimmer gehen, dann kommen diese Zimmer, tauchen nacheinander in dir auf. Wie sieht es aus, wenn du an deine Wohnung denkst? Das Prinzip erkläre ich seit jetzt ausgedachten 25 Jahren. Was ist jetzt das vor 25 Jahren? Das ist ein Gedanke, den ich jetzt denke. Du musst die Kollektion verstanden haben. Und jetzt sage ich nochmal, der normale Mensch lebt in dem Wahn, dass er meint, das absolute Seligheil, was du ganz persönlich prägst, reich sein, glücklich sein, berühmt sein, was auch immer. Das ist wie wenn du den Berg deines Bewusstseins erklettern willst und du meinst, du kommst da bloß hoch, wenn du vorher die Täler vernichtest. Was dir nicht klar ist, dass in dem Moment, wo du das vernichtest, was du nicht haben willst, dass du die andere Seite, wo du hin willst, eigentlich im selben Leben mit vernichtest. Das heißt, wenn ich sage, meine Glückseligkeit ist, gesund zu sein, aber das haben wir erst dann, wenn wir die Krankheit ausgerottet haben. Setze für Krankheit die Täler und für Gesundheit die Berge. Wenn es das eine nicht gibt, gibt es das andere auch nicht. Das ist der Zustand, den du hast, wenn du weder an das eine noch an das andere denkst. Hast du dich jetzt gesund oder krank gefühlt, während du aufmerksam zuhörst? Du siehst immer nur das, was du magst. Da ist jetzt einmal der Reizauslöser, den du dir nicht raussuchen kannst, diese quäkige Stimme aus dem Lautsprecher. Und ob du willst oder nicht, beobachte, du wirst Interpretationen machen. Du wirst jetzt nicht nur aus meinen Worten Vorstellungen machen, wenn ich sage Holger oder Rudi. Du wirst zusätzlich, wenn du weiter reinschaust, auch gewisse Zuneigungs- und Ablehnungscharaktere, Empfindungen haben. Und dann kannst du diese Ordner rausholen, dann was denkst du bei dem Wort Lothar? Da denkst du was anderes wie an dem Wort PC. Aber das ist ja nicht nur jetzt eine Figur, die du dir jetzt erst oberflächlich ausdenkst, sondern ganz grob ein Charakter. Aber der wiederum wird, umso mehr du in deinem Leben mit einem Charakter direkt konfrontiert wirst, wird er sich verändern wie einer, der nur oberflächlich drauf trifft. Wenn einer hier meinetwegen den Lothar mal kurz Grüß Gott gesagt hat, irgendwie ein Fliegenstern, einer, der hier viel mehr Sachen mit ihm unternimmt, der kriegt doch einen ganz anderen Lothar in den Hinterkopf. Wenn wir jetzt zum Beispiel der Andi, Andreas Steinke, der jetzt sehr aktiv wird, was mich jetzt als Udo freut, das ist ja ein Eigenbrötler Nerd gewesen, viel schlimmer wie du in seinem Zimmer, den Geometrie Explorer programmiert hat mit und immer wieder mit updatet, wenn er vom Redo was kriegt. Dass der hier ja Psychopharmaka nehmen muss, wo er dann auch wieder leidet, sagt, das einmal spielt eine Rolle, sag ich. Nicht absetzen, er merkt, wenn er es absetzt, kommt er total durcheinander, der braucht das Zeug, ist in der Rolle, das ist deine Rolle. Aber dass er jetzt hier, dass er jetzt endlich einmal in dem Chat mit drin ist, wie der aufblüht, ich habe eine richtige, den ich mir ausdenke, wird so sein, wie ich ihn mir ausdenke. Ich habe eine richtige Freude zu sehen, wie er jetzt da Freude hat. Der ist seit Jahren im Hintergrund und hat sich noch nie gemerkt, in sein stilles Kämmerchen eingeschlossen und sich immer mehr sich in eine Scheiße reingedacht. Du brauchst eine Ablenkung. Ist ein schönes Wort, ne? Du musst dich ablenken lassen. Neue Bereiche erforschen mit dem Geist. Aber kann ich auf was neugierig sein, was mich nicht interessiert? Da muss ein Impuls von der Logik alleine macht es nicht die Logik. Wenn du nur an deiner Logik hängst, wirst du feststellen, dass du immer nur das ansteuerst, was dir logisch ist, diese ganzen Einseitigkeiten und allen anderen bekämpfst, oder es ist erwascht. Es ist dir nicht gleichgültig. Etwas, was dich überhaupt nicht interessiert, aus welchem Grund auch immer, weil es dich eben nicht interessiert oder weil du es ablehnst oder weil du mit der Scheiße nichts zu tun haben willst, ist nicht Gleichgültigkeit. Schon Desinteresse ist das Gegenteil von Interesse. Gleichgültigkeit, Heiko, ist das hier. Ja. Verstehst du? Desinteresse ist das Gegenteil von Interesse. Was ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit? Da kommst du in eine andere Ebene. Weil in dem Wort gleich steckt ja schon am Anfang die Welle. Das und das ist im Prinzip dasselbe. Weil sich eigentlich an dem Mittelpunkt nichts verändert, wenn ich plus 5 draufsetze und minus 5 dafür hochklappt. Das löscht sich ja aus.
Das ist ungefähr so, wenn ich sage, die Gleichgültigkeit wäre eine Waage und wir verändern ständig die beiden Waagschalen, den Inhalt, aber wir verändern ständig den Inhalt der Waagschalen, aber so, dass sich an dem Gleichgewicht nichts verändert. Die Gleichgültigkeit bleibt gleich, ob ich hier 5 Kilo reinlege und hier 5 Kilo, was wir da jetzt Plus und Minus nennen müssen, Ja. ob beides 5 Kilo ist, aber gespiegelt. Jetzt in der Zahlenwert, oder ob ich hier 15 Kilo hier reinlege und 15 Kilo, ob ich hier Orangen reinlege und hier Bananen reinlege. Die sind im Gleichgewicht, wenn diese Veränderung sich gegenseitig auslöscht. Das ist der Zustand der Heiligkeit. Und die Schichten, die wir jetzt haben, ich kann durchaus was anschauen, ich kann auch Emotionen empfinden. Aber der Dieses Ich, das Emotionen empfindet, ist was Ausgedachtes. Und jetzt kommt der Schritt der absoluten Apathie. Das JCH schaut einfach nur, ohne auf das, was es sieht, auch die Empfindungen, die es sieht, das rote Ich empfindet ja die Empfindungen, zu werden. Und Empfindungen, die du hast, sind zwar was Spezielles, aber wenn sie nicht gewertet werden, sind sie einfach. Das ist jetzt, wenn ich sage, wenn du Filme anschaust, dann kannst du den Grusel, heute, ich freue mich schon, es kommt der gruselige Film, dann kommt der Komödie, ich freue mich schon auf das Lachen oder dieses Liebesfilm, dieser Wehschmerz, die ganze Palette von menschlichen Gefühlen kannst du genießen, so wie du das in Filmen, wenn breiter aufgestellt bist, genießen kannst. Und warum? Weil es ein Film ist, ein Traum ist, mir kann ja nichts passieren. Das Leid beginnt ja bloß, wenn das Ich will oder Ich will nicht sich einmischt. Ja. Wie oft hast du nicht schon gesagt, oh, der Film war geil, weil es ein Gruselfilm war mit tollen Schockeffekten, wo es dich fast von die Socken kaut hätte. Mir fällt jetzt wieder der Jan ein, weil das ein schönes Beispiel ist. Der hat mit einem Bekannten, ich habe dir schon mal angesprochen, ich sag's nochmal kurz, der hat ein erwachsener Mann, sage ich jetzt, über 40 Jahre und über 20 Jahre Holofeeling studiert. Also sehr, sehr aufmerksam. Und was passiert mit der VR-Brille, haben wir ja schon gesagt, wie man sofort, sobald man das Ding aufsetzt, wenn die gut ist, du vergisst sofort, du stürzt sofort in eine andere Umwelt rein. Und da gibt es irgendein Videospiel ab 18, ich weiß nicht, wie das heißt, ein Horrorhaus. Das hat er mit einem Bekannten auf VR gespielt. Und dann sagt der Jan zu mir, das war für ihn eine elementare Erfahrung. Er sagt, Udo, ob du es glaubst oder nicht. Wir sind vorher ins Internet gegangen, nach ein paar Räumen, wo du durch musst. Wir sind ins Internet und haben hier bei den Auflösungen geschaut, was im nächsten Raum passiert, weil wir uns nicht reintraut haben. Das kann man sich jetzt, wenn man das nicht am eigenen Leib erlebt hat, kann man sich es nicht vorstellen. Aber ich mache dann am Stammtisch, habe ich das erzählt und habe gesagt, du stellst dir jetzt vor, ganz vollkommen materialistisch normal gedacht, wir sitzen jetzt hier irgendwie zusammen in Fiegenstein oder am Stammtisch und unterhalten uns. Und ich mache jetzt, dass ich hier ein Weizenglas in der Hand habe und ich bin 3 Meter von dir weg und ich trinke und dann schmeiße ich dir das Weizenglas ins Gesicht. Wenn jetzt das am Stammtisch passiert, ist natürlich, es trifft irgendwann auf und du hast Schmerzen. Pass auf, wenn du eine VR-Brille aufhast, im Idealfall, und das ist jetzt der Fall, ist das vollkommen real. Und jetzt, wenn ich dir das Weizenglas ins Gesicht schmeiße, es gibt keine Möglichkeit, dass du nicht den Kopf wegdrehst oder die Hände vors Gesicht reißt. Das ist ein zwanghafter Überlebensmechanismus. Und genau in dem Videospiel ist, wenn du wo reingehst, da du komplett in der Welt bist, scheißt du dir wirklich in die Hose, weil auch wenn du weißt, ich habe eine VR-Brille auf, ist auch wenn du weißt, du hast eine VR-Brille auf und ich schmeiß dir dann in dem VR-Brillenspiel das Weizenglas ins Gesicht. Du kannst es in keinster Weise vermeiden, dass du die Augen zumachst, den Kopf wegdrehst und die Hände vors Gesicht reißt. Das Verrückte ist, das Ding kommt auf dich zugeflogen und jetzt ist der Hammer. In dem Moment, wo es auftreffen würde, löst es sich in Luft auf. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir die Abraham-Geschichte. Schlachte deinen Sohn. Wie oft habe ich das angesprochen? Wenn du die Geschichte kennst, ist es nicht unbedingt vom Vorteil. Weil du weißt, Gott prüft mich ja bloß und so weiter und so fort. Du marschierst los, weil es kommt ja dann der Widder. Du bindest deinen Sohn, ich habe das so oft gesagt, und jetzt musst du in die Halsschlagader durchschneiden. Dann hältst du das Messer hin und wann kommt jetzt endlich der wieder? Genau. Es ist nicht vom Vorteil, wenn du das weißt, weil wenn ich weiß, dass du nicht zustiegst, lasse ich kein Wieder auftauchen. Das ist die Prüfung. Du musst zustechen.
Und wenn ich sehe, dass du zustimmst, dann sage ich Stopp und dann kommt er wieder. Das ist jetzt das, was ich dir sage, eigentlich da mit ein wie mit der VR-Brille. Wenn du erst, wenn du wirklich das Vertrauen hast, nicht weil du weißt, es kommt ja, du wirst immer wegzucken und immer noch davor sein. Und es erfordert wirklich eine Riesendisziplin, das Ding anzuschauen und sich anschauen, wie es kommt und dann in dem Nullpunkt sich auflöst. Da ist ein so ein harter Mechanismus. Ich habe das so oft gesagt, auch hier mit meinen halb ausgebrüteten Hühnereiern. Ich sage, wenn ich sage, wenn du Ei trinkst, das schmeckt nach einem Ei, wenn du das jetzt normal kannst, als Kind auf dem Land aufgewachsen geht es, wenn du dieses halb ausgebrütete Hühnerei aufmachst und du siehst den Inhalt. Dich fällt so ein Kotzegel an, wenn du das im Mund nimmst. Ich habe das ausprobiert bei vielen Sachen, mein Mauswein-Beispiel früher. Der Witz ist, der reine Geschmack, es schmeckt wirklich im Mund, der Geschmack selber ist nicht anders wie ein rohes Ei. Aber das Bild im Kopf und die Konsistenz von den halben Viech, wo da drin ist, mit den Glotzeaugen und der Schnabel, die schon da ist. Übrigens, wenn du drauf beißt, das ist ungefähr wie ein Matsches-Hering-Dino. Matsches, wenn du isst, kennst ja, da ist schon eine Struktur da. Das ist nicht anders und schmeckt wie ein rohes Ei. Aber du hast so einen Ekel. Das ist das Programm. Und da ist jetzt immer wieder, was ich sage, du hast einen Schwamminhalt, der ist eine reine Erziehungssache. Aber das nützt dir nichts, ist das schon hartnäckig. Aber der Schwamm selber, die tiefere Struktur, die habe ich so oft angesprochen, das Kollektivwissen, das hat mit dem Schwamminhalt nichts zu tun. Das heißt, wo unser Schwämmchen sich vollsaugt, ändert nur den Inhalt des Schwamms. Er wird als Erwachsener genauso aussehen, gleichgültig, ob man das Baby jetzt mit einem persischen oder mit einem hinduistischen oder mit was irgendeinem anderen Schwamminhalt vollmacht. Es ändert nichts an der tieferen Schicht an den Schwamm. Das wäre jetzt unser Betriebssystem. Es hat Grundmöglichkeiten für Programme und die Bilder machen ja die Programme in Verbindung mit einem Betriebssystem. Hochwertigere Betriebssysteme kannst du hochwertigere Programme laufen lassen. Das ist unsere Sache jetzt wieder mit Basic. Das heißt, wir brauchen zuerst einmal ein höherwertiges Betriebssystem. Dann kann man auf den höherwertigen Betriebssystem natürlich auch die alten Programme laufen lassen. Du kannst auf einem Windows-Rechner auch Basic-Programme laufen lassen. Aber dann ist eine Grundlage gelegt, dass man das auch erweitern, dass man die Programme erweitern können. Die Computermetapher ist es, der Rechnungsführer, Mech-Chef ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Das ist, und das lernst du durch Selbstbeobachtung. Alles, was jetzt zum Beispiel in dieser Kombination Heigo, seit Beginn, was man über Linux jetzt mit dem Computer, musste ich akzeptieren. Ich kann nach wie vor sagen, mein Rechner, so wie jetzt läuft, morgen wird es anders sein. Ich gehe mal davon aus, wenn ich morgen einschalte, habe ich einen blauen Bildschirm. Ist jetzt eine selbsterfüllende Prophezeiung. Du weißt, was ich meine. Ne? Morgen ist der 14. Wenn ich morgen früh Windows 7 einschalte, nur ab dem 14. hat er nämlich beim Hochfahren einen blauen Bildschirm. Ach, das ist ja die Meldung. Alles klar. Das ist jetzt das sechste Wissen. Es ist immer wieder Wissen, das Wissen, das du in dir hast. Jetzt können wir uns die Frage stellen, wenn jetzt irgendeiner, der Windows 7 hat und überhaupt kein Interesse hat an dem Computerzeug und da überhaupt nichts anschaut und der weiß es nicht, ist das bei dem auch in seiner Welt, in seinem Traum. Es gibt ja viele Leute, die gehen hin und schalten das Ding ein und machen gar nichts. Außer einschalten, wenn ein automatisches Update kommt, nachher lassen sie das halt beim Runterfahren, das geht ja von alleine und gehen ins Internet oder was und mehr machen sie nicht. Schauen keine Computerseiten an, interessieren sich überhaupt nichts für irgendwas. Kommt bei denen dann morgen auch dieser blaue Bildschirm? Wenn du es mir nicht erzählt hättest. So sein, es wird in deiner Welt so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ja. Es wird für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber die, die du dir jetzt denkst, in ihrem Programm, kann komplett anders sein. Jetzt kann ich wieder springen, Holger und Andrea. Ich sage, wenn der Holger jetzt aufwacht, ist er in Weißenburg und er ist getrennt von der Andrea und die Andrea ist in Leipzig. In seinem Traum. Es kann aber sein, dass die Andrea aufwacht in ihren Raum und die wohnt mit dem Holger zusammen in Leipzig. Du kannst nie in einen anderen Raum reinschauen, weil sobald du dir was ausdenkst, ist es schon ein Aufwerfen von deinem Programm. Die Möglichkeit wäre aber im Konstruktprogramm da, hängt von dem Spieler ab. Der Spieler hat sie in der Hand. Das sind wir auf die letzten Gespräche sind wir da eingegangen. Das Irre ist, dass ich weiß, dass der Prozess bei unreifen Geistern vom ersten Mal hören, vor allem wenn sie kein Interesse haben, das zu verstehen,
dass das wirklich fast ein Drittel des ganzen Lebens, jetzt rede ich nicht chronologisch, sondern wirklich in Quantitätsabschnitt benötigt. Und wenn du es dann einmal verstanden hast, das ist wie zeichnen ein Quadrat mit drei Strichen. Du hast einen riesen Aha-Effekt. Und du kannst dann überhaupt nicht mehr verstehen, ich habe jetzt viele, die die Schriften immer wieder die alten Seiten aufmachen und die sagen, oder das ist so unendlich klar, was da drin steht. Ein Satz, der Beze, die kriegen solche Heurekas. Die haben das teilweise die letzten 20 Jahren 10-mal schon gelesen. Und die können überhaupt nicht verstehen, dass die das beim ersten Mal nicht verstanden haben. Es ist ungefähr, wie wenn jetzt zeichnen ein Quadrat mit drei Strichen. Dass man da von vornherein da sagt, das geht nicht, das ist unmöglich. Es ist übrigens umgekehrt gespiegelt, gibt es eine andere Seite, dass für die Sachen so unheimlich logisch erscheinen, obwohl das eigentlich gar nicht funktionieren kann. Zum Beispiel, dass auf der Schallplatte keine Instrumente drauf sind, wenn du Orchester hörst auf einer Analogplatte. Dass diese ganzen Instrumente auf der Platte gar nicht drauf sind. Sofort überprüfbar, selbst mit einem Mikroskop. Das, wie du das vorstellst. Ich habe ja damals hier und jetzt gedacht, wie mir diese Idee gekommen ist, dass ich danach verstopfe. Dass wenn ich jetzt, ich habe ja Analogplatten gehabt mit Messtönen, dass du keinen Generator brauchst, gibt es ja Platten mit Desstönen, wo du 1 Kilohertz, 400 Hertz den reinen Sinus drauf hast. Und dann habe ich damals schon hier und jetzt gedacht, habe ich zuerst einmal gemessen, Schallplatte 30 cm Durchmesser, wenn wir die äußerste Spur abräumen, ist das ein knapper Meter. Müssen wir jetzt keinen Taschenrechner nehmen? Okay, das heißt, eine Umdrehung von der Schallplatte ist ein knapper Meter. Jetzt haben wir eigentlich schon Einstein. Das heißt, jetzt mache ich zuerst einmal, wir haben 33 Umdrehungen in der Minute. Das weiß eigentlich noch jeder, der Analogplatten kennt. Okay, du musst aber wissen, dass alle, die jetzt nicht mindestens 40 Jahre alt sind, alles, was vorher ist, das ist, die CD ist 81, 82 ist der CD-Player gekommen. Dass ein 30-Jähriger, für den ist eine Analogplatte schon etwas, was in seiner Welt schon fast noch mal existiert hat. Denke mal, wenn jetzt einer 30 ist, der ist 90 geboren. Aber pass auf, wir machen das ganz kurz nochmal. Das jetzt das Positive. Moment bitte. Du bist gerade jetzt wieder da. Du warst ein paar Minuten warst du weg. Du hast ja gerade von erzählt, einer, der da noch nicht gewesen ist, der weiß das nicht. Richtig. Ja, Vorstellung, ich habe gesagt, bei der Platte, ich habe gesagt, wenn du jetzt einen 30-Jährigen hast, der ist 90 geboren, da hat es schon 10 Jahre keine Analogplatten mehr gegeben. Das ist am Anfang zwar, wenn parallel laufen, aber was ich dir klar sage, dass du immer wieder meinst, du gehst ja immer nur von deinem Wissen aus. Okay? Mhm. Und jetzt bei der Analogplatte ist es interessant, da haben wir... Jetzt ist gut. Also, warum es mir geht, es geht nicht um die blöde Analogplatte, das ist genau das Spiegelbild, mach dir das bewusst. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, sagt deine Logik sofort, es geht nicht. Die Spiegelung ist deine Logik, sagt bei vielen Sachen, hast du im Hintergrund ein Erklärungsmodell, wo du meinst, du wüsstest, wie was funktioniert. Zum Beispiel mein Glas, das wir anschlagen, Schallwellen. Im Prinzip dasselbe die Analog, die klassische Analogplatte. Kann man eine Analogplatte, die ein Symphonieorchester anhören, den Beethoven anhören und ich werde dir ganz physikalisch, eindeutig, unarithmetisch beweisen, dass all die Instrumente auf der Platte gar nicht drauf sind. Bisher hast du geglaubt, dass es so ist. Auch jeder Physiker übrigens. Weil die Dummbacken sind, die mir ausmachen. Ich habe viele übrigens schon angesprochen. Die sind nur entsetzt. Ich wiederhole nochmal, ich sage seit 25 Jahren, wenn du ein Physiker bist,
zeigt dir auf jeder Seite in deinen Physikbüchern so eklatante Fehler, undiskutierbare Fehler und Widersprüche oder Selbstlügen durch deine Vorstellungskraft, die bei genauer Betrachtung sich in Luft auflösen. Es ist noch nicht ein einziger der geduckten Hauptes von mir abgezogen, wer aber gesagt hat, es stimmt, was ich sage. Das ist deine Realität. Mich interessieren die Menschen daraus nicht, mehr interessiert der Geist, der mich jetzt ausdenkt. Und auf der Analogplatten sind diese ganzen Instrumente, wenn du ein Symphonieorchester hörst, gar nicht drauf. Das ist jetzt das Gegenteil. Wenn wir das anschauen, das habe ich schon mal kurz erklärt, das ist dann ganz neu, auch so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Stimmt ja eigentlich, sagen sie dann immer. Stimmt ja eigentlich. Wenn ich sage, du kannst Licht nicht sehen. Ja, ich sehe doch einen Laserstrahl. Du weißt, das habe ich so oft erklärt. Oder die Schwingung mit dem Lautsprecher, Stimmgabel. Dass die ja schon hier 1700 etwas wussten, dass die Stimmgabel mit 440 Hertz schwingt. Ich sage, mit was haben sie das gemessen? So aufgehabt, dass die so schnell sehen können? Ja. Du kaschierst es weg, weil du eigentlich alles schluckst. Du bist wie ein Programm. Die Wassermoleküle, die wir vor 200 Jahren schon genau beschrieben haben. Wie haben sie die entdeckt? Ich sage, der, der das erlebt, ist der, der ein Wissen in sich vom Hörensagen kennt, dass er sich jetzt bildlich hier und jetzt vorstellt und in die Vergangenheit denkt. Das ist so massiv voller Fehler. Dass irgendwie irgendwann einmal vor ein paar tausend Jahren irgendwelche Nomaden zum Beispiel die hebräische Tora geschrieben. Und dann schaust du in die Holoarithmetik rein, wo ich dir zeige, wo die ganzen physikalischen Naturkonstanten der Quantenmechanik in diesen Versen in einer sehr eigenartigen Form dechiffrierbar sind. Haben die das vor 6000 Jahren gewusst, die Tora, oder vor 5000 Jahren, die Tora geschrieben haben? Die ich mir jetzt ausdenke, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass die in der Vergangenheit geschrieben wurde? Es ist alles ganz anders. Punkt. Und du musst dich dafür interessieren. Der, der mich jetzt ausdenkt, indem ich jetzt aufgetaucht bin als Pixelmännchen, der, der du zu sein glaubst, dem wird es genauso wegrationalisieren wie die Nomaden, die angeblich die Dora geschrieben haben. Der wird dir aber so lange im Genick sitzen, bis du das durchschaut hast, dass du der gar nicht bist. Du bist der, der sich den jetzt ausdenkt, der du zu sein glaubst. Du bist aber auch dann da, wenn du nicht an diesen Körper denkst. Weißt du, wie viele tausende Mal ich dir schon gesagt habe? Jetzt je nachdem, wer du zu sein glaubst, hast du das auch schon hunderte oder tausende Male gehört. Hast du es verstanden? Wenn du es verstanden hättest, hättest du von nichts und niemandem mehr Angst und kein Problem mehr. Schon gar nicht vor der Veränderung von dir selbst. Dann würdest du nicht zwanghaft versuchen, das Tierchen am Leben zu halten, möglichst nicht alt werden, vielleicht keine graue Haare kriegen oder sonst was, obwohl du permanent unzufrieden bist damit und dran rumwirkelst und Angst hast, dass du krank wirst, dass das Ding kaputt geht. Das geht. Das ist jetzt der Abschluss. Dieses Ding, egal was du denkst, egal was in dir existiert, das geht in dem Moment kaputt, wo du nicht mehr dran denkst. Jetzt musst du nur wissen, dass das lateinische Wort kaputt heißt Kopf. Beroschit. Inmitten dieses Kopfes, da oben steht's, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Alles, was in dir auftaucht, kommt aus diesem Kopf. Und es geht wieder kaputt, es geht wieder in den Kopf zurück, wenn die nächste Gedankenwelle auftaucht. Das ist hundertprozentig sicher. Punkt. Akzeptiere es oder leide weiter und kämpfe weiter ums Überleben. Ein sinnloses Unterfangen. Okay, Heiko, jetzt wirst du es schön zusammenschneiden mit unseren Aussetzern.